Benutzerverwaltung. Bei der neuen Produktgeneration unterscheidet eKey zwischen vier Benutzerrollen: den Systemadministrator, den Administrator, den Benutzer und dem eKey-Partner. Der Systemadministrator tritt gegenüber eKey als Kunden auf und hat das eKey-System lizenziert. Diese Rolle gibt es nur einmal im System. Der Systemadministrator kann Administratoren und eKey-Partner über die jeweiligen E-Mail-Adressen in das eKey-System einladen. Administratoren werden vom Systemadministrator in der Kontoverwaltung bestimmt. Diese benötigen aufgrund der Vielzahl an Funktionen ein eKey Bionics-Konto. Die Rechte des Administrators können individuell festgelegt und je nach Bedarf angepasst werden. Benutzer können ganz einfach in das System angelegt werden. Hierzu werden lediglich der Name des Benutzers und dessen Finger benötigt. Soll der Benutzer die Tür auch mit Hilfe des Smartphones öffnen können, so ist dies im jeweiligen Benutzerkonto separat einzustellen. Der eKey-Partner kann dazu verwendet werden, um Fachpersonal wie beispielsweise Elektriker oder einem Support-Mitarbeiter zeitlich beschränkten Administrationszugang zu gewähren. Das ist im Service- und Supportfall sehr, sehr hilfreich. Die eKey-Partner können weder bestehende Benutzer löschen noch neue Benutzer anlegen. Zugelassen wird lediglich die Gerätekonfiguration. Im Supportfall hat die Rolle nur eine Zugriffsberechtigung für 24 Stunden. Danach wird der Zugriff automatisch wieder gelöscht. Wie funktioniert das Anlegen eines neuen Benutzers? Im Dashboard kann ich die Benutzerebene auswählen. In der Benutzerebene selbst habe ich dann eine Übersicht meiner gesamten Benutzer und kann durch Klicken auf das Plus eine neue Person hinzufügen. Dort kann ich dann zwischen Benutzer, Administrator und eKey-Partner unterscheiden. Ich wähle den Benutzer aus und kann dann noch einen Namen sowie Zusatzinfos für den Benutzer vergeben. Und dann wähle ich einen Finger aus, speichere den Finger ab und der Benutzer ist eingespeichert. Wie sieht das Ganze auf Administrator-Ebene aus, also dass ich einen Administrator einlegen kann? Auch jetzt befinde ich mich wieder im Dashboard, wähle die Benutzerebene aus, klicke auf das Plus und wähle dann einen Administrator aus. Ich kann darunter dann noch die unterschiedlichen Funktionen aktivieren oder deaktivieren und gebe anschließend die E-Mail-Adresse des Administratorkontos ein, den ich einladen möchte, und die Einladung wird versendet. eKey D-Line Finger richtig auflegen. Hier sehen wir einen eKey D-Line Fingerprint und daneben ein Beispiel, wie der Finger richtig aufgelegt wird. Das heißt, das vordere Fingerglied wird flachbündig auf den Sensor gelegt. Zu vermeiden ist es, dass man die Fingerkuppe auflegt. Zum einen, weil auf der Fingerkuppe eher weniger Informationen sind, und zum anderen, da dadurch das Bild, das der Sensor erhält, viel kleiner ist, als wenn man jetzt wirklich das vordere Fingerglied wirklich flach auf den Sensor legt. Hier nochmal von vorne, wie man richtig auflegt. Das vordere Fingerglied ist flach, zentral bündig am Sensor platziert. Zu vermeiden ist es, dass der Finger zu weit oben platziert wird, dass er zu weit links oder rechts platziert wird. Der Finger sollte auch nicht gedreht werden oder zu weit unten. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, dass man das vordere Fingerglied flach bündig auf den Sensor legen sollte, um eine schnellstmögliche Erkennung zu garantieren. Warum steigt eKey von einem Zeilensensor auf einen Flächensensor um? Bei der neuen Produktgeneration ist eKey von einem Zeilensensor auf einen Flächensensor umgestiegen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Durch die rasante Verbreitung von Flächensensoren in Smartphones und Notebooks kam es in den letzten Jahren zu einem regelrechten Entwicklungsschub. Aufgrund der Fortschritte in der Sensortechnologie ist der Flächensensor nun endlich so weit, um den hohen Sicherheitsansprüchen von eKey gerecht zu werden. Selbstverständlich wurde der patentierte eKey-Algorithmus für den Flächensensor optimiert
um so eine bestmögliche Erkennung zu gewährleisten. Die Erfahrung der letzten Jahre hat außerdem gezeigt, dass die Bedienung von Flächensensoren für viele Personen intuitiver ist. Dieser Punkt hängt direkt mit der schon angesprochenen Verbreitung von Flächensensoren in Smartphones und Notebooks zusammen. Und zu guter Letzt das Design. Die für den Zeilensensor benötigte Fingerführung bedarf einen gewissen Platz. Nachdem diese bei einem Flächensensor weitgehend entfällt, ergeben sich neue Designmöglichkeiten. So rückt der Fingerprint im Türblatt beispielsweise weiter in den Hintergrund und das Türdesign in den Vordergrund. Warum muss der Finger beim Einspeichern mehrmals aufgelegt werden? Um den hohen Sicherheitsansprüchen gerecht zu werden, ist es notwendig, den Finger im Rahmen des Einspeicherns mindestens 5-mal aufzulegen. Sie kennen den Prozess bestimmt von Ihrem Smartphone oder Notebook. Die Mehrfachaufnahme ermöglicht, dass unpräzise Bedienungen bis zu einem gewissen Grad automatisch ausgeglichen bzw. abgefangen werden. Die IKEA Bionics App unterstützt Sie während der Aufnahme mit entsprechenden Bedienhinweisen. Wie viele Benutzer können bei der neuen Fingerprint-Generation von IKEA gespeichert werden? Bei der neuen Fingerprint-Generation von IKEA können bis zu 100 Benutzer gespeichert werden. Pro Benutzer können 4 Finger hinterlegt werden, welche jeweils unterschiedliche Funktionen auslösen können. Im Auslieferungszustand sind 20 Benutzer kostenfrei verfügbar. Weitere Benutzer sind im Bedarfsfall jederzeit nachkaufbar. Die neue Fingerprint-Generation von IKEA kann in mehrere Richtungen erweitert werden, zum Beispiel Geräte, Benutzer, aber auch Funktionen. Somit müssen Sie nicht mehr vorab festlegen, welchen Umfang Ihr Zutrittssystem haben soll. Eine Systemerweiterung wird erst durch ein Update zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein. Zukünftig ist das System auf bis zu 100 Benutzer erweiterbar und Updates können bei der neuen Fingerprint-Generation jederzeit einfach und schnell über die IKEA Bionics App eingespielt werden. Warum können bei der neuen Fingerprint-Generation von IKEA nur 4 Finger pro Benutzer abgespeichert werden? Damit reagiert IKEA direkt auf das Feedback der Anwenderinnen und Anwender, denn von diesen ist bekannt, dass sie im Alltag selten mehr als 4 Finger einspeichern. Zudem ist IKEA nun auch durch die bereits erklärte Benutzerlogik konform mit kartenbasierten Zutrittssystemen. Viele kennen diese Systeme bereits aus ihrem beruflichen Umfeld. Hierbei erhalten Benutzer in der Regel eine Karte, mit der sie die Funktion zum Beispiel das Öffnen einer Tür durchführen können. Der große Vorteil von IKEA ist, dass bis zu 4 Finger pro Person eingespeichert und somit 4 Funktionen ausgelöst werden können. Zum Beispiel der rechte Zeigefinger öffnet die Haustür, der linke Zeigefinger löst einen stillen Alarm aus. Was sind die unterschiedlichen Verbindungsmodi der IKEA Bionics? Prinzipiell gibt es 3 unterschiedliche Verbindungsmodi: den Green Mode, den Yellow Mode und den Red Mode. In den allermeisten Fällen wird sich das System in Green Mode befinden. Das bedeutet, Fingerprint, Controller und IKEA Bionics App haben Verbindung zum Heimnetzwerk. Das Heimnetzwerk stellt eine Verbindung zum Internet und in weiterer Folge zur IKEA Bionics Cloud her. In diesem Betriebsmodus kann ich alle Funktionen der IKEA D-Line in vollem Umfang nutzen. Im Yellow Mode haben Fingerprint und Controller und IKEA Bionics App immer noch Verbindung zum Heimnetzwerk, allerdings besteht keine Verbindung mehr zum Internet und somit auch keine Verbindung mehr zur IKEA Bionics Cloud. In diesem Betriebsmodus kann ich allerdings immer noch die Türe über Finger oder IKEA Bionics App öffnen. Allerdings kann ich keine administrativen Tätigkeiten wie zum Beispiel neue Benutzer hinzufügen mehr durchführen. Der Red Mode beschreibt sozusagen das Worst-Case-Szenario, denn hier haben Fingerprint, Controller und die IKEA Bionics App keine Verbindung zu meinem Heimnetzwerk. In diesem Szenario kann ich allerdings immer noch die Türe mit Finger oder mit IKEA Bionics App öffnen, wenn ich mich vor der Türe befinde.